Sieh mal. Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Ja, hier. Hast du die Kolonie gesehen? Ja klar, aus der Luft. Echt unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles gesehen. Ich wollte vor allem dich treffen. Klar. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Ja. Henry Avery, 400 Millionen. 12 Gründer. Hunderte Sieger, so ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Wow, ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Was meinst du? Wo lang? Na, sehen wir uns um. Na bitte, da kriege ich dich hoch. Super. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Yep. Hey, ich habe hier was. Warte. Vorsicht, da unten. Danke. Guter Sprung! Nicht schlecht, was? Super, nicht so eine Frau zu verärgern. Idiot. Los, wir sehen uns drüben. Oh nein, nicht ganz gut. Alles klar! Halbwegs! Alles unter Kontrolle! Versuch hier hochzukommen! Ja, verstanden. Ah.
hier drüben. Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob der jemand... Oh, funktioniert. Wir sehen uns einfach oben. Wer zum Teufel ist? Du machst ihn nieder! Du kannst nicht gewinnen! Scheiße. Sehr elegant, Schatz. Nichts dabei. Okay, wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Sieh mal, Shoreline. Die haben dein Auto. Genau genommen ist es ihr Auto. Holen wir es uns wieder. Greg wohl bei ihr ist? Versuchen wir es. Mir nicht eingebildet. Nicht. Elena. Bereit. Da sind sie. So viel zum Schleifen. Schleifen.
glaube, die sind in uns. Eine Frage hätte ich. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Wow, sieh dir den Aufzug an. Der ist riesig. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. So ein Pech aber auch. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen, nachdem Rafe ihn befreit hat? Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Adrian weiß, bevor er fliegt. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Was für eine verrückte Vorrichtung. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Okay, sehen wir uns um. Ah, das ist das Problem. Zahnräder sind nicht mit dem Wasserrad verbunden. Kriegen wir das hin? Wir müssen da hoch und es uns ansehen. Fertig. Zurück. Ich bin dran. Okay. Und jetzt? Jetzt komme ich hoch. Danke. Noch nicht. Ich klettere höher. Braucht einen Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Du bist oben. Hatte jemand Zweifel? Warte, Moment. Ich weiß was. Mein Mädchen. Ich mache jetzt die Winde los. Okay. Ich fahre das Auto zum Aufzug. Sehr gut. Los geht's. Geschafft!
komme! Hallo. Hi. Jetzt? Vielleicht sollte ich... Egal. Okay. Pass auf! Bleib unten! Nimm das Auto als Deckung. Ich versuche, sie zu flankieren. Mach! Alles klar bei dir? Ja, alles klar. Aber das Auto hat ein paar Löcher. Scheiße. Bist du okay, Nate? Ja. Na, komm schon. Du fährst. Sicher? Du machst das doch gut. Nach all dem brauche ich eine Pause. Tja, definitiv verdient. Ich habe mir überlegt, diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was übrig? Das haben wir uns auch gefragt. Wow, Moment. Ah, so, ich habe die Kontrolle wieder. Wir sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Der Damm da! Fahren wir durchs Schleusentor!
Na los. Nate, das klappt nicht. Ist blockiert. Okay, ich versuche das andere. Das hätte man ahnen können. Hinter Tür Nummer 2. Das hier scheint zu gehen. Gut gemacht. Alles gut. Wart's ab. Festhalten! Ach, geschafft! Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Und wir sind oben. Hier wohl gewohnt hat? Bestimmt der Aufzugwärter-Typ. Der Aufzugwärter-Typ? Hey, auch Piraten haben Sicherheitsstandards, weißt du? Hm. Sie wussten wohl, dass eine große Sache im Gange war. Die Chancen, dass der Aufzug geht. Ah, bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasserrad läuft. Ein gutes Zeichen. Kannst du mir helfen? Mist! Ich halte hoch. Hol den Wagen. Okay, wenn das mal gut geht. Drei von drei. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Wow. Wie auf einer Postkarte.
Ja, Libertaria. Wunderschöne Landschaft. Und Schießereien auf Leben und Tod. Wieso hast du deine Meinung geändert? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. In guten wie schlechten. Ja. In guten wie schlechten. Los, hilf mir mal. Klar. Okay. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Nächster Halt, New Devon. Sally, wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Die werden wir wohl bald sehen. Geht euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber soweit sind wir. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Wir versuchen es. Over und out. Über die Brücke rüber. Und festhalten. Festhalten! Sie umgefahren zum Wasserfall! Ich kann nicht! Die Strömung ist zu stark! Macht dich bereit! Nate! Da, wir können die Felsen hochklettern! Okay! Wasserfall! Dich.
So viel zum Wagen. Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Hier lang.